Ihr süßen Mäuse, es ist soweit. Kiko ist zurück und dieses Mal mit einem Knall. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich schon sehr, sehr lange warte, es endlich drehen zu können. Denn mir ist da etwas mitgeteilt worden, vor einer Weile schon. Und darüber habe ich mich riesig gefreut. Wir wissen, dass Kiko aus vielen unserer Innenstädte verschwunden ist, was dazu geführt hat, dass wir Kiko so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und ich habe wirklich immer probiert, euch so oft es geht, Kiko-Produkte zu zeigen, auch gerade diese Limited Editions. Aber es ist was passiert, worüber ich mich persönlich sehr, sehr freue. Und zwar baut Kiko gerade massiv den Online-Handel wieder aus und ist jetzt auch bei Lookfantastic erhältlich. Und wir wissen, Lookfantastic hat nicht nur sehr, sehr gute Preise, sondern auch kein Versand, kein Zoll und eine Vielzahl an verschiedenen Produkten. Und ich dachte mir, komm, bestell. Ich fahre nicht unnötig mehr nach Berlin rein, wenn es nicht sein muss. Bestell online, such dir ein paar Produkte raus. Und wir gucken mal, was die können, denn ihr kennt meine vorsichtige Vermutung, dass Kiko viele Produkte sehr nah an anderen sehr, sehr teuren Marken produziert. Höchstwahrscheinlich sogar in denselben Produktionsstätten. Und das merkt man auch bei den ein oder anderen Produkten. Und deswegen dachte ich mir, schauen wir mal, was wir heute Schönes in mein Gesicht kriegen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufmuntern kann. Ihr erinnert euch, dass ich vor, das müsste jetzt bestimmt schon 2 Jahre her sein, diesen Contour-Stick bei Kiko gekauft habe. Ich bin in den Kiko-Store gefahren und habe einfach ein paar Produkte gekauft und habe auch sehr, sehr viel über die Marke gelernt. Und dieser Contour-Stick, seht ihr das? Der ist vielleicht 4, 5 mm aufgebraucht in den letzten 2 Jahren. Und das ist immer noch so viel drin. Das ist mir jetzt langsam ein bisschen kritisch geworden, weswegen ich mir den auch nochmal nachgekauft habe, damit der jetzt weg kann, obwohl ich ihn jeden Tag benutzt habe. Aber irgendwann muss man die Produkte einfach mal austauschen, gerade bei Cremeprodukten. Ich habe viele verschiedene Produkte gekauft. Wir gucken mal, was das Ganze kann. Bei Lookfantastic gibt es ja meinen Rabattcode. Der gilt eigentlich immer auf alles. Weil Kiko schon so günstig ist, gibt es auf Kiko nochmal, ich glaube, es sind 5% Rabatt. Und ihr zahlt natürlich auch keinen Versand ab einer bestimmten Summe. Wir starten erstmal so ein bisschen mit Skincare, denn davon habe ich noch nie was ausprobiert. Kiko hat ja so verschiedene Reihen, habe ich gelernt. Diese schwarze und graue Reihe ist eher so diese Standardreihe, also das Standardsortiment. Die Skincare fällt da raus, ne? Da gibt es eigentlich verschiedene Reihen, die eigentlich immer da sind. Und dann gibt es so ein paar Kollektionen. Ich habe jetzt keine Kollektion, glaube ich, mitbestellt, vielleicht das Powdery Lip Set, das weiß ich nicht, es ist auf jeden Fall bei Lookfantastic vorhanden. Aber wir starten erstmal mit Skincare und da habe ich das Bright Lift Serum, ein faltenkorrigierendes und liftendes Effekt Radiance Gesichtsserum. Erstmal die Verpackung, wie schön sieht die aus? Muss ich wirklich sagen, Kiko ist ja, man kann schon fast sagen, teilweise ist es wirklich preislich sehr, sehr, sehr günstig. Aber es sieht nicht billig aus. Und das finde ich persönlich ganz, ganz spannend bei der Marke. Und es ist halt alles in Italien produziert. Und wir wissen aus den letzten Jahren, dass Produkte, die in Italien produziert sind, überwiegend Luxus-Make-up-Produkte sind. Und oder anders, es sind Produkte, die von Luxusmarken dort produziert werden, weil es natürlich einen ganz besonderen Ruf hat. So wie Autos made in Germany gute Autos sind, ist Make-up made in Italy gute Qualität. Wir probieren das Ganze mal aus. Kommt in dieser Pumptube, die wird ein Airless Container sein. Ich nehme mal ein bisschen. Das ist eine ja, recht gelige Konsistenz, sehr schimmerig. Riecht sehr gut, aber ganz leicht. Und das arbeite ich mir jetzt erstmal in die Haut ein. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Primer. Deswegen dachte ich mir, nehme ich den jetzt einfach mal mit. Bei Skincare-Produkten habe ich tatsächlich nicht so viel Erfahrung. Ich hatte mal eine Maske gekauft dort. Das war so eine Peel-Off-Maske. Peel-Off-Masken mache ich nicht mehr, da hatte ich mich wirklich verkauft. Aber bei so Skincare kann man sich das Ganze mal anschauen. Okay, man sieht auf jeden Fall den Glow. Und jetzt, wo es so ein bisschen einzieht, fühlt es sich auch ganz leicht rutschig an. So ein bisschen wie so ein Silikonprimer, aber nicht so verstopfend. Ich habe noch eine Maske mitgenommen, das ist die Bright Lift Mask. Die gehörte zu dieser Kollektion mit dazu. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, gebe ich euch dann natürlich noch ein Update. Und ich habe noch das Hydra Glow Pro mitgenommen. Das ist ein Sublime Light Effect Moisturizing Cream. Eine Creme mit Lichtschutzfaktor 10. Ich dachte mir, es könnte vielleicht sowas wie die Magic Cream sein. Nee, es ist auf jeden Fall andersfarbig schon mal. Fühlt sich auch leichter an, riecht aber genauso. Damit gehe ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen rüber. Skin Prep. Oder die Hautvorbereitung. Ich will probieren, weniger Anglizismen zu verwenden. Hautvorbereitung ist
super, super wichtig beim Make-up, habe ich mittlerweile auch festgestellt. Und seitdem ich mehr Zeit in meine Skincare investiere, gut, ab und zu, ne, habe ich auch mal ein Pickelchen, brauche ich weniger Foundation und die Foundation oder die Produkte oben drüber sitzen natürlich deutlich besser. Also die Hautvorbereitung hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Eine Foundation habe ich nicht gekauft. Es gab auch Foundations, ich habe mich da ehrlich gesagt aber nicht rangetraut. Und ihr wisst ja auch, ich probiere jetzt erstmal alles, was ich hier so ein bisschen habe, ein bisschen aufzubrauchen, weswegen ich da jetzt erstmal gepasst habe. Ich habe auch noch keine Erfahrungswerte mit Foundations von Kiko. Also wenn ihr vielleicht schon Erfahrung habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Erster Pro-Tipp, ganz, ganz wichtig. Fangt endlich an, solche Sprays zwischendrin in euer Make-up einzubauen. Ich habe jetzt hier das Prime and Fix Refreshing Mist, ein erfrischendes Spray. Sieht ähnlich in dieser Verpackung aus. Das sieht alles sehr, sehr hochwertig aus. Hier ist auch so eine Kugel drin. Könnt ihr das hören? Damit kann man das schütteln und das ist ein Zeichen, dass man es auch schütteln sollte. 70 Milliliter sind hier mit drin. Oh, sehr feiner Sprühnebel. Sehr frisch, sehr feiner Sprühnebel auch im Gesicht. Sehr nass noch. Ich lasse das jetzt mal kurz einen Moment einziehen. Warum mache ich das? In diesen Sprays sind meistens Inhaltsstoffe drin, die sich wie so ein Film auf die Haut legen und dann auch in die Foundation mit einziehen und die Foundation an sich schon mal fixieren. Ich mache das gerne, wenn ich weiß, okay, mein Make-up muss wirklich lange halten. Dann mache ich zwischen den einzelnen Schritten, wenn ich die Zeit natürlich dazu habe, es muss ja auch ein bisschen einziehen, dann mache ich diese einzelnen Schritte und dann hält das Make-up auch wirklich länger und es sieht auch nicht so schwer aus. Unglaublich schön, unglaublich frisch. Jetzt kommen wir zu meinem liebsten Produkt, was ich persönlich schon kenne. Und das ist dieser Contouring Stick. Freunde, dieses Produkt ist unglaublich. Ich habe die 201. Es ist extrem viel Produkt drin und ich arbeite ihn erstmal hier in meiner Hand ein. Er ist aber nicht so kühl. Also es ist genau der Ton, den man gut benutzen kann, um so ein Zwischending zu machen. In dem Moment, wo ich es auf die Hand trage, wird er natürlich auch ein bisschen wärmer. Ich arbeite den in so einem flachen Pinsel ein und setze mir den erstmal hier hin. Das ist einer der für den Preis vor allen Dingen besten Contour-Sticks. Super, super professionelle Verpackung. Also, ne, Kiko ist auch so ein bisschen Make-up-Artist orientiert. Das heißt, es ist alles sehr, sehr gut zu benutzen. Und damit gehe ich schon mal so ein bisschen hier rüber. Keine Sorge, ich habe noch was anderes. Da bin ich super gespannt. Und, das habe ich vergessen eben zu sagen, der hält. Ne? Also der hält wirklich sehr, sehr lange im Gesicht. Ich habe aber noch was anderes. Ich muss mir jetzt erstmal kurz einen Überblick verschaffen, weil ich ganz, ganz viele verschiedene Produkte bestellt habe, die ich vielleicht auch so ein bisschen zweckentfremden wollte. Ich habe hier einmal ein, ja, das soll ein Blush sein. Ah, ist das ein Blush? Ich würde fast sagen, das ist ein Highlighter, aber der erinnerte mich an diesen Space Cowboy von Urban Decay. Deswegen trage ich jetzt erstmal Concealer auf, da einfach meine üblichen Verdächtigen. Natasha Denona, lass den kurzen Momentchen antrocknen. Probiere mal Folgendes. Ich habe hier dieses Powdery Lip Set. Das sind drei verschiedene Lippenstifte. Sehr coole Verpackung. Steckst du einfach nur hier rauf, ziehst es ab und dann hast du hier einen Lippenstift. Das ist jetzt der Lipstick 03. Riecht sehr gut. Die riechen wie die MAC Lippenstifte. Und den wollte ich mir jetzt erstmal nur so ein bisschen auf die Wangen geben. Mal gucken. Wir probieren heute, wird es ein kleines Spiel. Wir spielen jetzt einfach mal wieder mit Make-up, haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich finde, das müsst ihr mal ausprobieren. Matte Lippenstifte als Blush zu benutzen, nicht nur, dass sie natürlich länger halten, sondern es ist auch gerade, wenn ihr vielleicht nicht so ein glowy Make-up haben wollt, aber keine Puderprodukte benutzen wollt, ist das immer eine ganz gute Sache. Und diese etwas dunkleren Blushes sehen meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen alltagstauglicher aus als diese super, super pinken Blushes. Ich hatte mir hier diese Natasha Denona Palette gekauft. Ich liebe die Bronzer und Contour Shades, aber die Blushes, die sind mir schon fast ein bisschen zu bunt. Wir fixieren das einmal ganz, ganz leicht mit dem Coty Airspun Powder. Großen Pinsel. Einfach nur so ein bisschen, dass wir gleich die nächsten Produkte nicht so, dass sie nicht so kleben. Was ich ganz spannend finde, ist, dass so ein ganz bisschen Glow unten durch noch so ein bisschen durchscheint. Jetzt, Freunde, da auch zwei Produkte. Ich habe mich so ein bisschen, ne, in Bronzer verschossen im Moment. Ich bin im Moment so eine Bronzer-Maus. Ich habe einmal das hier gekauft. Das ist die Contour Obsession Contour and Highlight Face Palette. Wir haben einen Highlighter drin, der ist sehr, 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 sehr hell. Aber ihr seht den Ton in der Mitte, ne? Das ist ja schon fast ein Mausgrau. Das ist jetzt die 01, die Light-Version. Ich gucke mal, ob das Ganze funktioniert. Ich nehme jetzt mal so einen kleinen runden Pinsel. Das ist grau. Das ist sehr, sehr kühl und sehr, sehr grau. Aber demnach perfekt für eine Kontur. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen mit dem etwas wärmeren Ton hier rüber. Ja. Na, da merkt, da sieht, ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied gerade gesehen habt, aber je dunkler so ein Ton, also je kühler so ein Ton, du kannst es ja auch so ein bisschen mischen, da hat ein bisschen Kickback.
desto konturierter ist dann natürlich auch das Gesicht. Ich gehe jetzt mit dem Rest so ein bisschen über mein gesamtes Gesicht, um es alles ein Zacken bronziger zu machen. Und auch, vergesst es nicht, es ist, viele wird es nicht betreffen, aber bei mir trennt mein Gesicht, wird getrennt von meinem Bart. Und ich muss, mein Gesicht wird getrennt von meinem Bart. Mein Ohr und mein Gesicht sind durch den Bart getrennt. So, und ich muss hier zwischen immer das Produkt auftragen und gehe dann mit dem Rest einfach so ein bisschen willkürlich rüber. Nehme den Puderpinsel nochmal und blende alles zusammen. Sehr grobflächig, ich will keine harten Kanten haben. Und jetzt, Achtung, das könnte das Hourglass-Alternativschätzchen schlechthin sein. Der Silky Glow Baked Bronzer Terracotta Effect Bronzer. Das ist ein schimmriger Bronzer. Gebackene Texturen lieben wir ja sehr. Gebackene Texturen sehen auf der Haut immer schön aus. Sehr, sehr warm. Deswegen bin ich ganz vorsichtig damit. Aber der bringt sofort alles so ein bisschen zum Strahlen. Ne? Also du kriegst direkt natürlich einmal Wärme ins Gesicht. Aber vor allen Dingen auch Glow und Bewegung. Auf der Haut, ich sehe es ja jetzt ganz nah, es sitzt alles sehr, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Auch die Pflege darunter. Ne? Ich finde schon, also, na, ich übertreibe natürlich jetzt, es ist alles sehr bronzy. Das Allgemeinbild der Haut sieht sehr, sehr schön aus. Und jetzt, Freunde, wichtig, fixieren. Wir haben jetzt erstmal ein gebackenes Produkt benutzt. Gebackene Produkte müssen wieder mit Wasser in Berührung kommen. Lassen das einmal kurz so ein bisschen auf der Haut. Und schauen mal, was wir für die Lippen haben. Da habe ich auch ein paar verschiedene Produkte gekauft. Einmal den Unlimited Stylo. Das ist eher so ein, auch so ein matter Lippenstift. Eine sehr, sehr schöne helle Farbe. Dann habe ich den Colored Balm in der Farbe Almond. Das ist eigentlich eher so ein, ja, ein bisschen gelig, ein bisschen glossy. Ich will jetzt mal den matten benutzen, weil der hat echt eine schöne Farbe. Lip Liner, wo bist du? Nehme ich jetzt hier mal Catrice Plumping Lip Liner. So, und jetzt diesen Lippenstift. Sehr schmale Verpackung. Sieht sehr, 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 sehr edel aus. Oh, wow. Der ist hell. Aber sehr, sehr pigmentiert. Und die 90er sind zurück. Den würde ich jetzt persönlich nicht zu diesem Skin-Look benutzen, weil der schon sehr... Oh, der ist... Also, das ist schon eine nice Farbe, aber es sieht jetzt so ein bisschen aus, als wäre ich in der Sonne ein bisschen verbrannt. Ich hätte vielleicht einen etwas pinkeren Lip Liner benutzen müssen, aber ich stehe ja im Moment so auf Sad Beige Blushes. Meine Hand erinnert, es tut mir leid, aber das ist alles so pigmentiert. Ich kriege es jetzt hier gerade nicht mit so einem trockenen Zebra weg. Den als Blush. Rutscht mal noch ein Stückchen zur nach hinten. Also, Lippen, da brauche ich ein bisschen mehr Farbe. Vielleicht mit einem etwas pinkeren Lippenstift noch mit rein, sonst sehe ich einfach ein bisschen krank aus. Besser. Die Base ist krass. Also ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich bin natürlich jetzt tanned, ne? Also ab meinem Hals ist das schon nice. Die Texturen. Es geht mir jetzt eher mal so ein bisschen darum, euch die Texturen zu zeigen, wie schön das auf der Haut aussieht. Ne? Es ist alles so weich und alles so ineinander irgendwie übergeblendet. Aber ihr wisst ja, ich bin auf der Suche nach der perfekten braunen Mascara und die könnte da vielleicht schon in die richtige Richtung hinkommen. Ich fand die Verpackung ganz spannend, habe ich so noch nie gesehen. Die ist nämlich fast schon quadratisch. Die ist nicht rund, sondern sehr abgerundetes Quadrat. In der Farbe 04 Braun. Gab es noch in so einem Smaragdgrün. Die gab es in Rot und ich glaube in so einem Blauton. Schön die Base, ne? Das Bürstchen ist ja nur so ein dreiseitiges Bürstchen. Aber ist auch nicht das richtige Braun. Schade. Also ist eine schöne Farbe, aber die muss unbedingt einen Tag offen stehen, die Mascara. Damit die so ein bisschen fester wird. Ja, die Mascara haut mich jetzt nicht so um. Das ist schon wieder fast ein Schwarz. Aber jemand hat mir geschrieben, Kryolan soll ich mal ausprobieren. Ich muss mal gucken. Und wir gehen jetzt doch nochmal hier mit diesem Unlimited Blush rein. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil der schon sehr dunkel ist. Vielleicht, wir geben den mal auf die Augen. Ja, der kommt so ein bisschen in die Space Cowboy Richtung. Als Highlighter ist er natürlich für mich ein bisschen, als Blush ist der mir ein bisschen zu dunkel, oder? Aber du kannst... Warte mal, Maxim. Das ist so ein Blush-Topper, um alles so ein bisschen glowy zu machen. Okay, ich sehe aus wie eine Speckschwarte. I love it. Ja, auf die Entfernung. Ich sehe aus, als wäre ich gerade von Malle zurückgekommen. Entweder es war es Münz-Mallorca oder es war, weiß ich nicht, Mallorca die Insel. Aber die Texturen exorbitant gut. Hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht überrascht. Ich mag die Lippenkombination ganz gerne. Dieses etwas pinkigere Beige hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube, wenn ich ein bisschen heller geschminkt gewesen wäre, dann wäre der Lippenstift auch sehr, sehr schön gewesen. Ansonsten bin ich super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schaut da also gerne mal bei Lookfantastic vorbei. Ihr habt da wirklich, das ist so Make-up-Artist-Qualität. Und vor allen Dingen, guckt euch mal die gebackenen Texturen an.
Setzt euch mal kurz ein Momentchen mit den Produkten raus und eventuell findet ihr da ganz, ganz tolle Nachbarinnen und Nachbarn von anderen Produkten. Möchte auch sagen, günstige Alternativen. Von mir habt ihr das nicht, ihr süßen Mäuse. Passt auf euch auf.